rufe auf den Tagesordnungspunkt 75, Aktuelle Stunde, Fraktion der AfD, politischer Umgang mit Gewalttaten in Hessen 2011-19. Beginnt der Kollege Herrmann von der AfD. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Es ist traurig genug und beschämend zugleich, dass Herr Ministerpräsident Bouffier den Mord des 8-jährigen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof und weitere Gewalttaten der letzten Monate dazu benutzt hat, die AfD einmal mehr in der Presse zu diffamieren. Seine Aussage in der FAZ vom 11. August 2019, die AfD schafft ein Klima, in dem Gewalt denkbar wird, ist nicht nur falsch, sondern zeugt auch von einer subtilen Bösartigkeit. Und dass dies kein Einzelfall war, sei an dieser Stelle auch erwähnt. Seine falsche, unsägliche Behauptung auf dem CDU-Landesparteitag in Offenbach im September 2018, die AfD sei der Weg in den Extremismus, und die Aussage in der FNP vom 22.09.2018, die AfD reißt die Brandmauern zum Extremismus nieder, sind nicht weniger bösartig und diffamierend. Dass so ein herabwürdigendes Verhalten von uns auf Dauer nicht toleriert wird und schon gar nicht unkommentiert bleiben kann, dürfte jedem vernünftigen und anständigen Menschen einsichtig sein. Die Aktuelle Stunde im Plenum ist deshalb auch der richtige Zeitpunkt und der passende Ort, um dieses Verhalten öffentlich zu behandeln. Meine Damen und Herren, es ist eines Ministerpräsidenten nicht würdig, in der Zeit von Leid und Trauer derartig zu verabscheuende Gewalttaten wie die Mordtat an dem kleinen Jungen für die Diffamierung des politischen Gegners zu missbrauchen. Das zeigt nicht nur die niedrigen Beweggründe des eigenen Handelns, die einzig politisch motiviert sind, es zeigt auch das wahre Gesicht des Handelnden, das mit aufrichtiger Anteilnahme wenig zu tun hat. Deshalb sage ich Ihnen, Herr Bouffier, es reicht. Hören Sie endlich auf, Lügen über die AfD zu verbreiten. Das wird der Würde Ihres Amtes nicht gerecht. Als Ministerpräsident sollten Sie so viel Anstand besitzen und Ihren einzigen politischen Gegner mit sachlichen Argumenten angreifen. Aber das ist Ihnen bis heute nicht gelungen. Das gibt Ihnen aber noch lange nicht das Recht, die Würde des Amtes durch parteipolitisch motivierte Diffamierung der AfD, also aus niederen Beweggründen, zu beschädigen. Sie und Ihre Partei stehen heute stellvertretend für eine völlig von bürgerlichen, konservativen und patriotischen Werten entkernte CDU. Dass sich die Union heute noch christlich und demokratisch nennt, ist in Anbetracht ihrer Entwicklung ein Anachronismus. Seien Sie sich wenigstens sich selbst gegenüber ehrlich. Die christlich-demokratische Union gibt es schon lange nicht mehr. An Ihre Stelle ist die Merkel-Union getreten, eine nach links gewanderte, sich den Grünen anbiedernde und bald auch noch mit der ehemaligen SPD und heutigen Die Linke kooperierende Partei. Was für ein Abstieg! Kein Wunder, wenn da Aufrichtigkeit, Anstand und Ehrlichkeit, aber auch Bürgerfreundlichkeit, Freiheit und Demokratie leiden, dafür aber Gesinnung und Bevormundung zur politischen Richtschnur werden. Das alles wurde deutlich sichtbar im Jahr 2015 und entwickelt sich bis heute unheilvoll fort. Die tatsachenverdrehenden Darstellungen zur Ursache und Wirkung der von der CDU zu verantwortenden Grenzöffnung und der damit einhergehenden unkontrollierten Masseneinwanderung mit all ihren unseligen Folgen für unser Land und unsere Gesellschaft bis hin zu Mord und Vergewaltigung ist ein für jeden verständigen Menschen klar erkennbarer Versuch, für die eigene schlimme Schuld an der verursachten Misere die AfD verantwortlich zu machen. Dieses Verhalten zeugt von einer Charakterlosigkeit, die kaum zu überbieten ist. Hier ruft sprichwörtlich der Dieb, haltet den Dieb. Herr Kollege Herrmann, ich darf Sie doch bitten, die parlamentarischen Worte etwas zu wägen, damit wieder Ruhe hier ins Hause kommt, Charakterlosigkeiten ähnlich. Hören wir eigentlich nicht so gerne hier vom Präsidium. Bitte kommen Sie wieder zur Sache.
Sie, Herr Bouffier, sind mit Ihren diffamierenden Aussagen nicht nur mitschuldig an den zunehmenden gewalttätigen Angriffen auf AfD-Politiker. Sie Herr Kollege Herrmann, ich darf das muss ich jetzt rügen, was Sie gesagt haben. Haben dem Ministerpräsident vorgeworfen, er wäre schuldig an den Gewalttaten. Das geht natürlich nicht. Das rüge ich mit aller Schärfe. Die Politik der CDU ist hauptverantwortlich für die zunehmende Unzufriedenheit im Volk, für den Verlust. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, wieder zur Ruhe zu kommen. Es geht auch nicht, dass ein Redner hier mit langanhaltendem Beifall mundtot gemacht wird. Ich sage das auch hier sehr deutlich. Es gibt hier in diesem Parlament gleiche Rechte für alle, aber jeder soll sich so verhalten, wie es auch parlamentarischer Stil ist. Herr Kollege Herrmann, Sie haben noch das Wort. Bitte sehr. Die Politik der CDU ist hauptverantwortlich für die zunehmende Unzufriedenheit im Volk, für den Verlust an Vertrauen in die Politik, den Verlust an Glaubwürdigkeit und für das zunehmende Gefühl von Angst und Unsicherheit in Deutschland. Herr Bouffier, ich fordere Sie und Ihre Partei auf, das ehrlose Feld der Diffamierungen zu verlassen und auf die politischen Felder der Sachthemen zurückzukehren und da die Auseinandersetzung mit der AfD zu suchen. Wir jedenfalls werden Sie da erwarten. Und der Bürger erwartet das auch. Danke. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Es geht weiter in der Aussprache. Das Wort hat der Innenminister. Staatsminister Beuth, bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Ihnen sagen, als Abgeordneter nach 20 Jahren ist das ein neuer Tiefpunkt, den ich hier gerade erlebt habe. Ich weise die unerhörten und maßlosen Vorwürfe gegen den Ministerpräsidenten, die Landesregierung, gegen Kolleginnen und Kollegen hier aus diesem Hause zurück. Und ich kann Ihnen sagen, Herr Kollege Herrmann, Sie werden nicht diffamiert, sondern mit dem, was Sie hier sagen, enttarnen Sie sich. Wenn es um die Sache ginge, dann wären wir hier bei diesem Tagesordnungspunkt schnell fertig. Der politische Umgang mit Gewalttaten in Hessen, da könnte man kurz und knapp darauf sagen, politische Verantwortungsträger in diesem Land lehnen Gewalt in jeder Form ab. Punkt. Meine Damen und Herren, das, was wir hier gerade vorgeführt bekommen haben, war aber, dass die Antragsteller sich über die Opfer von Straftaten, von Gewalttaten hier politisch profilieren wollen. Und das ist unerträglich. Sie wollen politisches Profit aus Gewalttaten in diesem Land schlagen. Sie wollen am Ende plump und unerträglich und widerlich Opfer in diesem Lande instrumentalisieren für ihr politisches Spiel, meine Damen und Herren. Das wird ein solcher Landtag. Das werden Demokraten niemals zulassen in diesem Lande.
Ich habe gesagt, meine Damen und Herren, Sie haben sich gerade eben enttarnt, Hass und Hetze in diesem Lande zu schüren. Das ist das Ihre. Das ist das, was Sie gerade eben von diesem Pult gemacht haben und wo Sie am Ende mit großem Beifall stehend von Ihren Abgeordnetenkollegen auch noch unterstützt worden sind. Ich kann Ihnen sagen, das ist eines Parlaments unwürdig, meine Damen und Herren. Und ich muss als Abgeordneter, das sage ich auch, mich dafür schämen, solche Kollegen hier im Landtag zu haben. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Das Wort hat der Abg. Bellino, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ausgerechnet die AfD nutzt diese Aktuelle Stunde, um über den politischen Umgang mit Gewalttaten in Hessen zu sprechen. Eine Partei, und wir haben das gerade eben wieder erleben müssen, die sich bei diesem Thema permanent im Ton vergreift. Ich zitiere: Frau Merkel, was wollen Sie uns noch antun? Sie werden nie wissen, was es bedeutet, Mutter zu sein, weder für ein Kind noch für ein Land. Aber ich verfluche den Tag Ihrer Geburt. Eine Bundestagsabgeordnete der AfD, Verena Hartmann, in einem Tweet nach einem Mord. Menschen aus einem islamisch geprägten Kulturkreis neigen schneller dazu, zum Messer zu greifen und zuzustechen. Karl Hermann Bolldorf, er wollte einmal Vizepräsident dieses Landtags werden. Räuber, Vergewaltiger, Messerstecher, Alexander Gauland bei einer Wahlkampfveranstaltung zum Umgang mit Flüchtlingen. Ich habe es satt, die bürgerliche Fassade einer im Kern fremdenfeindlichen und extremistischen Partei zu sein. Wer Dinge in diesem Land bewegen will, darf nicht nur provozieren, sondern muss auch konkrete Sachpolitik machen. Da hat er recht. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Markus Blenk im Bayerischen Landtag, der diese Partei bald verlassen wird. Und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat er recht. Damit hat er recht, denn genau das wollen Sie nicht. Die Probleme sollen nicht gelöst werden. Sie benötigen diese ja nach wie vor als Resonanzboden und Humus für Ihre kruden Theorien. Und Sie haben ja gerade eben den Beweis dafür wieder geliefert. Sie sind wie ein Laubbläser, wie ein politischer Laubbläser. Sie benennen tatsächliche oder vermeintliche Probleme und schieben sie die von einer Ecke in die andere, verbrauchen dabei viel Energie und produzieren viel Lärm. Und am Ende viel Getöse. Sie haben ihr Vergnügen, aber das Problem oder die Aufgabenstellung ist nach wie vor vorhanden. Das ist unredlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der hessische AfD-Fraktionsvorsitzende fabuliert am 31. August in der Frankfurter Rundschau, dass Menschen aus anderen Kulturen in bestimmten Situationen gewaltbereiter reagieren und gibt zu, ich zitiere, dass es bezüglich der Bewertung schwerer Straftaten in der AfD Schemata gibt, die uns antreiben. Das geben Sie sogar zu. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist bezeichnend. Gewalttaten, meine sehr geehrten Damen und Herren, bekämpft man nicht mit Schemata, sondern mit einer gut aufgestellten Sicherheitsarchitektur. Menschen steckt man nicht in Schemata, sondern betrachtet. Ein Moment, Kollege Bellino. Meine Damen und Herren, bitte wieder etwas Ruhe. Und auch Menschen steckt man nicht in Schemata, sondern betrachtet jeden Einzelfall, jede einzelne Tat, jeden einzelnen Täter, jedes einzelne Opfer. Aber genau das ist Ihr Stil. Wo wir differenzieren, verallgemeinern Sie. Wo wir in einem Gefühl der Unsicherheit durch Fakten entgegentreten, schüren Sie die Ängste. Wo wir tatsächliche Gewalttaten vorbeugend oder sanktionierend entgegentreten, ergehen Sie sich in Stammtischparolen, ohne Lösungsansätze zu liefern. Und der Titel dieser Aktuellen Stunde ist irreführend. Es geht auch weniger um den politischen Umgang mit Gewalttaten. Es geht um den Umgang der Gesellschaft als Ganzes mit Gewalttaten. Es geht um die Ächtung verbaler, körperlicher und psychischer Gewalt. Es geht um Hinsehen. Es geht um Zivilcourage. Und es geht um die Ausstattung der Sicherheitsbehörden. Und es geht um die
Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Das sind die Stellschrauben einer erfolgreichen Sicherheitspolitik. Darum haben wir uns immer gekümmert und werden das auch in Zukunft tun. Zahlreiche Präventionsprogramme und Investitionen in Polizei und Verfassungsschutz wirken. Eine steigende Aufklärungsquote und sinkende Kriminalitätsraten beweisen die. Das sind die Fakten und keine populistischen Worthülsen oder Stammtischparolen, wie Sie sie jeden Tag absondern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dieser Thematik, mit einem verantwortungsvollen Umgang gehört auch, dass wir in Hessen die Kommunen nicht alleine gelassen haben, als die Flüchtlinge kamen, wie das in anderen Bundesländern teilweise der Fall war. Da gehört dazu, dass wir die Menschen zurückführen in die Sammelstellen, wenn sie abgelehnt wurden. Dazu gehört, dass wir ein breites Angebot für die Menschen haben, die eine Bleibeperspektive haben und viele Projekte zur Schnellintegration im Arbeitsmarkt. Auch das gehört zu einer verantwortlichen Politik dazu, von der Sie, ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, von der AfD weit entfernt sind. Und wenn wir bei Ihnen noch zum Abschluss leider bleiben müssen. Wenn es um Gewalttaten und wenn es um Flüchtlingsfragen geht, das haben wir auch gestern überlebt, egal über welches Thema Sie hier diskutieren, Sie sind ruckzuck wieder bei den Flüchtlingen. Wenn es bei Ihnen um Gewalttaten oder Flüchtlingsfragen geht, finden wir bei Ihnen immer das gleiche Muster. Sie verallgemeinern, Sie grenzen aus, Sie stigmatisieren, Sie polemisieren, skandalisieren und liefern keinerlei Vorschläge. Das ist kein angemessener. Kollege Bellino, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Das ist kein angemessener politischer Umgang mit Straftaten. Das ist purer Populismus. Das schadet dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das machen wir in diesem Hause nicht mit, denn wir sind mehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, besten Dank. Vielen Dank, Kollege Bellino. Das Wort hat die Frau Abg. Gronemann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen! Ich dachte eigentlich, dass wir hier über die Probleme in unserem Land reden, aber die AfD hat nichts Besseres zu tun, als sich mit sich selbst zu beschäftigen. Jede Gewalttat ist eine zu viel. Jede Gewalttat muss strafrechtlich verfolgt und entsprechend bestraft werden. Jede Gewalttat hat Opfer, und diese verdienen eine gute Versorgung, einen respektvollen Umgang und unsere Solidarität. Und das gilt unabhängig von der Herkunft des Opfers oder des Täters. Und so schmerzhaft es auch ist, zu der Wahrheit gehört auch, dass wir nicht jede Gewalttat verhindern können. Und deshalb gilt es, stetig zu überprüfen, ob die präventiven und sicherheitspolitischen Maßnahmen, die wir anwenden, zielführend und ausreichend sind. Aber seien wir doch einmal ehrlich, und das haben wir auch hier schon eindeutig bewiesen bekommen. Der AfD geht es selten um die Opfer und deren Angehörigen. Es geht ihnen auch nicht um die Frage, wie wir Hessen sicherer machen können. Und ich schaue mal kurz in die Gesichter der Kolleginnen und Kollegen des INA. Ich habe bisher keinen Vorschlag der AfD dazu gehört. Auffällig ist jedoch, dass Ihre Partei bei Gewalttaten immer nur dann politischen Handlungsbedarf sieht, wenn der mutmaßliche Täter ein Geflüchteter ist oder einen Migrationshintergrund hat und sich damit instrumentalisieren lässt. Und gerade in den letzten Tagen und heute auch wieder haben wir es gehört, egal um welches Thema es geht, Sie kommen nicht aus, ohne geflüchtete Menschen für alle Probleme in unserem Land verantwortlich zu machen. Nur nicht für den Klimawandel, der ist ja nicht menschengemacht. Und noch einmal, wir reden hier
von Menschen. Wir reden von Individuen mit persönlichen Schicksalen, teilweise stark traumatisiert, die nicht wie die Mehrheit hier Glück haben, in einem Land geboren zu sein, in dem es seit 74 Jahren keinen Krieg mehr gab, für die es schlichtweg ums Überleben ging, als sie aus ihrer Heimat geflohen sind. Und es gibt übrigens einen Begriff dafür, Menschen aufgrund ihrer Herkunft einfach pauschal zu verurteilen. Rassismus. Und Rassismus, meine Damen und Herren, ist keine Meinung und ist keine politische Haltung. Rassismus ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Rassismus ist eine Ideologie, die einzig und allein darauf abzielt, sich selbst aufzuwerten und an den eigenen Privilegien festzukrallen, indem andere abgewertet werden, indem andere diskriminiert werden. Und wir wissen alle, wohin das führen kann. Und an alle Demokratinnen hier im Hause, ich möchte zum Schluss noch einen Appell an Sie richten, aber bei den Wortbeiträgen, die ich bisher gehört habe, mache ich mir da nicht sonderlich viele Sorgen. Bitte lassen Sie uns nicht abstumpfen. Bitte lassen Sie Menschenfeindlichkeit in all ihren hässlichen Formen immer auch dann als solche benennen und dem etwas entgegensetzen. Es ist nicht nur unsere Pflicht als Demokratinnen und Demokraten, sondern wir sind es auch denjenigen schuldig, die tagtäglich dem Hass und der Hetze ausgesetzt sind. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin mit dem Innenminister einig, dass ich noch nie eine unwürdigere Debatte wie diese im Hessischen Landtag erlebt habe. Der politische Umgang mit Gewalttaten hat die AfD ihre Aktuelle Stunde genannt und Ursache und Wirkung verwechselt. Für wahr, die AfD ist da Expertin, wenn es um die politische Instrumentalisierung von Gewalttaten geht, aber nur, wenn es sich bei den Tätern um Ausländer handelt. Da lassen die selbsternannten Biedermänner schnell ihre Masken fallen und verbreiten ihr rassistisches Gedankengut. Wir haben zu Beginn unserer Landtagssitzung gemeinsam einer verstorbenen Kollegin sowie eines auf besonders schreckliche Art und Weise getöteten Kindes gedacht. Ich bin Herrn Landtagspräsident Rhein überaus dankbar für seine Worte der Trauer als auch der Mahnung, die er dazu gefunden hat. Wir alle sind gleichermaßen bestürzt, und das sollte nicht in Abrede gestellt werden. Es verbietet sich aber, diesen schrecklichen Mord parteipolitisch auszunutzen. Da wird die Grenze des Anstandes überschritten. Da wird die Grenze des Anstandes überschritten. Die AfD hat, wie immer in diesen Fällen, die Herkunft des Täters zur Ursache erklärt. Die AfD hatte schon sofort in der Presse angekündigt, eine Debatte im Landtag darüber und über die politische Verantwortung zu führen. Das haben Sie erklärt, und das haben Sie heute umgesetzt. Und sie hat sich gleich zur obersten Moralinstanz aufgeschwungen und verlautbart, ein Gedenken fände aufgrund ihres Antrages hierzu statt. Wie unfassbar schäbig das ist, wird alleine schon daran deutlich, dass sich die Opferfamilie jeglicher politischer Vereinnahmung verbeten hat. Doch die AfD benutzt die Tat als Opfer und das Gedenken für politische Propaganda. Sie verstößt damit gegen die ausdrücklichen Wunsch und Willen der Opferfamilie, und ich sage nur, sie sollten sich schämen. Vorneweg eine Zahl, die traurig, aber wichtig ist.
In Hessen gibt es jedes Jahr über 300 Straftaten gegen das Leben, kurz 300 Mal Mordversuche, Mord und Totschlag. Allein in den letzten zwei Wochen kam es zu Morden in Hofheim, in Wetzlar und in Wiesbaden. Das sind schreckliche Taten. Und in aller Regel sind es Beziehungstaten aus enttäuschter Liebe, aus Rache oder aus Geldgier. Die Aufklärungsquote liegt, Gott sei Dank, über 90%. Und wichtig, Migranten sind nicht häufiger Täter, sondern entsprechend der Bevölkerungsverteilung ist die überwiegende Zahl der Täter und Opfer deutsch. Metamorphosisch gesprochen, das Böse steckt ebenso wie das Gute in allen Menschen, unabhängig von Herkunft und Hautfarbe. Keine dieser jüngsten Taten wurde durch die AfD thematisiert. Keine dieser jüngsten Taten, noch nicht einmal im Innenausschuss des Landtages. Im Gegenteil, von den drei AfD-Abgeordneten ist da nichts zu hören. Keine Frage und keine Beteiligung in der Diskussion über Sicherheitsfragen und Polizei. Selbst bei den stundenlangen Sitzungen zum Mordfall an unserem Kollegen Walter Lübcke nicht eine einzige Wortmeldung der AfD. Nicht eine einzige Wortmeldung. Es interessiert sie überhaupt nicht, obwohl sie öffentlich immer vorgaukeln, die innere Sicherheit wäre eine Herzensangelegenheit der AfD. Alles Show, sage ich Ihnen, alles Show für die Öffentlichkeit. Alles, was sie interessiert, sind Straftaten von Migranten, die dann auf Facebook ausgeschlachtet werden können. Heute ist die Maske gefallen. Nein, die AfD ist nicht bürgerlich, wie sie vorgibt. Denn ihr fehlt nämlich jeder Anstand. Und die AfD ist auch nicht christlich, denn von Nächstenliebe sind sie Lichtjahre entfernt. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben eben eine Inszenierung der AfD-Fraktion erlebt. Das ist Teil ihrer politischen Taktik und Strategie. Sie brauchen auch nur irgendeinen Anlass, um ihre kruden Theorien unter das Volk zu bringen. Und sie missbrauchen den schrecklichen Tod, den schrecklichen Mord an einem jungen Menschen, um ihre menschenverachtende Ideologie unter das Volk zu bringen. Das ist Teil ihrer Inszenierung. Das ist schäbig. Das soll Hass verbreiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist eben nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar. In Artikel 1. Artikel 1 unseres Grundgesetzes, unserer Verfassung, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das muss das Leitmotiv unseres Handels sein. Die Würde des Menschen zu schützen, ist Sinn der Demokratie, wenn man dieses Demokratieverständnis hat. Wenn man dieses Demokratieverständnis nicht hat, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann kommt das raus, was uns der AfD-Vertreter hier heute Morgen in erschreckender Weise dargelegt hat. Wir erleben nicht nur in Deutschland, in Europa eine dramatische politische Verschiebung. Rassismus und menschenfeindlich sind in einem erschreckenden Maße wieder gesellschaftsfähig geworden. Das ist die große Herausforderung, vor der unsere Demokratie, vor Demokratien in Europa stehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir sollten auch von unserer Geschichte lernen. Richard Weizsäcker hat einmal gesagt, wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden im nächsten Jahr 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs haben. 8. Mai 2020, Tag der Befreiung, wie es der damalige Bundespräsident gesagt hat. Wir werden den 75. Jahrestag der Befreiung von Konzentrationslagern haben. Und das, was in Deutschland von 1933 bis 1945 passiert, ist, wo schreckliches Leid über viele Menschen in der Welt gekommen ist, hatte ja einen Vorläufer. Das ist ja nicht über uns gekommen wie ein Regen oder ein Monsun. Erstfolgen
Worte, dann kommen die Taten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist die große Herausforderung für alle demokratischen Parteien sein. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass die Demokratie, dass der Rechtsstaat wehrhaft ist. Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Demokratie von solchen Gruppierungen wie der AfD missbraucht wird. Und ich will eins sagen, was ich unerträglich finde. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion hat mehrfach dazwischengerufen, Zuwanderer hätten Morde gemacht. Der Mord an Dr. Walter Lübcke war mutmaßlich von einem Rechtsextremisten verübt worden. Was machen Sie mit diesen Menschen? Was machen Sie mit diesen Menschen? Jeder Mord ist schrecklich, jede Gewalttat ist zu verurteilen. Aber das, was Sie machen, ist, Sie schüren Hass unter den Menschen, sie schaffen Unfrieden, und das ist eine Erkenntnis aus der deutschen Geschichte. Nie wieder Krieg, nie wieder Hass, nie wieder Missachtung von Menschen, und das machen sie, und das ist schäbig, das verurteilen wir, und dagegen werden wir uns wehrhaft zur Wehr setzen. Und als Mitglied einer Partei, deren Mitglieder von den Nazis verfolgt, ermordet wurden, wie Vertreter von Kirchen, von Gewerkschaften, von Kommunisten, haben wir auch eine Verantwortung aus unserer Geschichte. Ich bin sehr stolz auf diese Geschichte, die für Sozialdemokraten besonders schwierig war. Wir haben auch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder am Wiederaufbau gearbeitet. Und deswegen geht es darum, was können wir machen, damit Menschen, die AfD gewählt haben. Ich stelle mich nicht hier hin und sage, alle, die die AfD gewählt haben, sind rechtsextrem. Aber wenn ich mir die Funktionäre und viele Mitglieder anschaue, dann wird ein solches Gedankengut verbreitet. Und da müssen wir gucken, wie können wir Menschen auch wieder erreichen, aufklären, wenn es darum geht, was will diese Partei? Sie wollen einen anderen Staat, das haben Ihre Vertreter gesagt. Sie sind in demokratischen Wahlen, haben Sie Stimmergebnisse erzielt, die uns gemeinsam wach sein müssen. Und deswegen stehen wir vor einer riesengroßen Herausforderung. Wie können wir Menschen auch aufklären? Ihr Weg führt in die Irre. Ihr Weg, wenn man ihn zu Ende denkt, würde in eine erneute Katastrophe führen. Und das ist Teil der Erkenntnis aus der deutschen Geschichte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und der ein oder andere Kollege hat es, wie ich zu Recht gesagt, wer den tragischen Mord an einem 8-jährigen Jungen so instrumentalisiert, so missbraucht, der macht das nicht wegen dem Jungen. Das ist ein willkommener Anlass. Das ist die besondere Perfidität, die Sie hier an den Tag legen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin froh, dass dieser Hessische Landtag bisher sehr klar gesagt hat, das lassen wir in der Tat nicht zu. Die Demokratie wird sich zu wehren wissen. Wir werden auch Menschen wieder überzeugen können, die glauben, sie seien bei einer solchen Gruppierung aufgehalten. Ich bin stolz, dass wir in Deutschland eine Demokratie haben, aber wir werden es nicht zulassen, dass diese Demokratie von Personen und Gruppierungen wie Ihnen kaputt gemacht wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Abg. Müller, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Herrmann, dieser Beitrag war dieses Hauses unwürdig. Das, was Sie heute hier abgeliefert haben, war einer der Tiefpunkte in den letzten 10 Jahren, die ich hier miterlebt habe, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Herr Lamprou, dass ein großer Teil der Bevölkerung diesen Redebeitrag hört und sieht. Weil das, was wir heute erlebt haben von Ihnen, war die Maske, die Sie heute haben fallen lassen. Man hat gesehen, worum es Ihnen geht. Es geht Ihnen um die Instrumentalisierung von politischen von Gewalttaten. Wenn Sie das Zitat von Dr. Curio, innenpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion im Bundestag, nehmen, der sehr direkt danach gesagt hat, wir brauchen jetzt abschreckende Urteile und ein Ende der grenzenlosen Willkommenskultur aufgrund dieses Horrormords in Frankfurt. Wer, Herr Herrmann, Herr Lamprou, liebe AfD-Fraktion, instrumentalisiert an dieser Stelle diesen Mord politisch? Es ist die AfD, die diesen Mord instrumentalisiert, meine Damen und Herren. Und dass Sie dann noch den Mut haben, dieses Thema unter dem Titel
politischer Umgang mit Gewalttaten in Hessen hier in den Hessischen Landtag zu bringen, das setzt dem Ganzen ja noch die Krone auf, weil es ein in sich los ist. Vor allen Dingen ist es politisch so durchschaubar. Dann greifen Sie den Ministerpräsidenten und die CDU an. Es ist nicht an mir als Opposition, die CDU zu verteidigen. Aber an der Stelle wird es doch ganz deutlich, wo Sie versuchen, Ihr politisches Kapital daraus zu ziehen. Und das auf dem Rücken der Familie des achtjährigen Kindes, das gestorben ist. Haben Sie einmal darüber nachgedacht, was die Familie des achtjährigen Kindes empfinden würde, wenn die heute hier oben auf den Besucherrängen gesessen hätten? Haben Sie einmal darüber nachgedacht? Nein, haben Sie nicht. Weil Sie hätten Sie damit betroffen, weil natürlich die Familie genau das, was ich gerade gesagt hätte, gemerkt hätte. Sie nutzen das Opfer und das achtjährige Kind, um eigene politische Profite daraus zu ziehen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich tatsächlich entsetzt. Herr Lambrou, alle Parteien in diesem Landtag haben ihre Betroffenheit über den Mord Ausdruck verliehen. Der Ministerpräsident als einer der Ersten, alle anderen Fraktionen genauso. Und zwar ohne irgendeinen politischen Bezug. Ihr Mitgefühl mit der Familie zum Ausdruck gebracht. Das wünschte ich mir auch von anderen Seiten. Ohne politisches. Sie haben sofort gesagt, jetzt muss Schluss sein mit der grenzenlosen Willkommenskultur. Sie haben sofort einen politischen Bezug hineingebracht. Und das ist etwas, was wirklich nicht akzeptabel ist. Meine Damen und Herren, wir haben hier in den letzten Wochen und Monaten untereinander immer wieder spekuliert, wann lässt die AfD ihre Maske fallen. Sie haben versucht, Herr Lambrou, über einige Wochen und Monate hier den Anschein einer bürgerlichen Partei zu geben. Heute ist dieser Anschein gefallen. Heute haben wir alle gesehen, worauf Sie hinaus sind. Und wenn ich die Zwischenrufe von Herrn Dr. Ja, unangenehme Probleme kann man ansprechen, aber nicht in der Manier, wie Sie das heute getan haben, meine Damen und Herren. Wenn ich die Zwischenrufe von Dr. Grobe hinzunehme, der gesagt hat, 102 Deutsche wurden von Migranten ermordet im letzten Jahr, wenn ich dann Herrn Lichert höre, der sagt, ja, ihr instrumentalisiert den Mord an Lübcke gegen die AfD, um Himmels Willen. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sollten hier dazu kommen, wir haben in der Vergangenheit immer wieder einmal deutlich gemacht, Gewalt von allen Seiten, egal von welcher Seite sie kommt, ist schäbig, ist schmutzig und muss bekämpft werden. Und ich glaube, das ist etwas, auf das wir uns hier einigen sollten. Und ich glaube, dass dort auch eine große Einigkeit unter den Demokraten in diesem Landtag vorhanden ist. Und ich glaube, dass wir uns darauf konzentrieren sollten. Ich dachte eigentlich, ich war tatsächlich etwas gespannt, zu welchem Thema genau es gehen würde. Ich war jetzt schockiert, dass es genau dieses Thema war. Ich sage mal, die Profilierung, die Sie versucht haben im Vorfeld, als es um die Gedenkminute, Schweigeminute vorgestern hier ging, habe ich mich auch schon gewundert. Da hätte ich eigentlich hellhörig werden müssen. Es ist schäbig und es ist traurig, dass Sie das heute so gemacht haben. Aber wenn Sie meinen, dass Sie damit politisch profitieren werden auf Dauer, müssen Sie es so tun. Wir werden alles tun, damit das nicht passiert. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, bevor der Ministerpräsident das Wort ergreift, lassen Sie mich sagen, ich höre hier von verschiedenen Seiten Zwischenrufe, die mir alle nicht gefallen. Wir hören sie zwar alle nicht, trotzdem bitte ich darum, dass es eine Mäßigung gibt hier in diesem Haus. Bitte sehr, der Ministerpräsident hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin in dieser Debatte mehrfach persönlich angesprochen worden, als Ministerpräsident, als Parteivorsitzender, als Mitglied dieses Hauses. Und ich will natürlich nicht schweigen zu dieser Debatte. Ich bin sehr bewegt, ich bin aufgewühlt, weil ich gehofft habe, dass wir so etwas nicht erleben müssen. Meine Damen und Herren und insbesondere sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete der AfD, zum Mitschreiben, nicht eine einzige Bemerkung, die ich über Ihre Partei gemacht habe, bin ich bereit, auch nur um einen Millimeter zurückzunehmen. Das, was Sie heute hier gemacht haben.
ist doch völlig klar, und das haben die Kollegen deutlich gemacht, jede Gewalttat ist eine zu viel, und zwar völlig unabhängig, wer Täter oder Opfer ist. Sie haben diese Aktuelle Stunde bewusst genutzt, nicht zum Gedenken, nicht zum besseren Vorschlag, wie wir vielleicht präventiv mehr tun können, nicht zum besseren Vorschlag, wie wir vielleicht die Ermittlungen besser führen können. Das ist immer legitim. Nein, Sie haben einen Anlass gesucht. Ich bin selten mit Herrn Schaus einer Meinung, aber da haben Sie richtig zitiert. Vielen Dank. Das hatten die vor Wochen schon angekündigt. Das war eine Inszenierung, was wir hier erlebt haben. Und wer Sie, Herr Abgeordneter, gesehen hat, es hat nur noch der Schaum vorm Mund gefehlt. Es war der nackte Hass. Sie laufen durch die Gegend und glauben vielleicht sogar daran, Sie sind die Einzigen, die dem Bürger aufs Maul schauen, die Dinge ansprechen, kommen dann daher, man wird doch noch einmal was sagen dürfen. Und wenn das, was Sie sagen, und die Wirklichkeit nicht übereinstimmt, dann fällt Ihnen noch ein, die Lügenpresse. Dann haben Sie ein fein ausgeklügeltes System Ihrer Social Medias. Sie leben doch in einer eigenen Welt. Ja, kann schon sein, dass wir in unterschiedlichen Welten leben. Aber über was lachen Sie eigentlich? Über was lachen Sie? Können Sie beim Mord lachen? Ich nicht. Sie haben sich doch aufgeregt. Sie haben sich doch heute Morgen versprochen, wenn Sie gesprochen haben, stehen wir alle auf und beglückwünschen ihn. Sie haben sich doch Ihrer selbst versichert, nach dem Motto, wir sind doch die Guten. Und damit das mal ein für alle Mal klargelegt ist, so klar wie heute ist die Doppelgesichtigkeit der AfD, jedenfalls in diesem Hause, noch nie deutlich geworden. Ihr Bundesvorsitzender, mit dem ich am selben Kabinettstisch saß und wo ich mir nie hätte träumen lassen, wo der mal endet, spricht vom gärigen Haufen. Ich habe sie nie so bezeichnet. Und ich weiß sehr wohl, dass man differenzieren muss. Aber ich muss eine Partei auch nach dem nehmen, was ihre wesentlichen Repräsentanten verkünden, tun oder zulassen, und nicht verhindern, dass es getan wird. Und genau darum geht es. Sie haben diese Aktuelle Stunde betitelt, der politische Umgang mit Gewalttaten in Hessen. Wenn Sie das ernst gemeint hätten, dann hätte ich erwartet, dass ein Satz wenigstens gekommen wäre, auch zu dem Mordanschlag in Wächtersbach. Kein einziges Wort darüber. Das haben Sie ganz locker zur Seite geräumt. Mit tiefem Bedauern. Ich habe Ihnen genau zugehört. Und damit es noch klarer wird, warum habe ich auch im Zusammenhang mit jüngsten Ereignissen die AfD scharf angegriffen? Ich habe Ihnen zugehört. Ein Mindestmaß an parlamentarischen Regeln wollen wir noch einhalten. Es war Ihre stellvertretende Bundesparteivorsitzende, Frau von Storch, die hat schon mehr von sich gegeben, die wenige Minuten nach diesem furchtbaren Mord im Frankfurter Hauptbahnhof erklärt hat, Frau Merkel und die Flüchtlinge sind schuld. Das ist der niederträchtigste Angriff, den ich seit langer Zeit erlebt habe. Und das geht nicht. Ich bin der Letzte, der nicht weiß, welche Herausforderungen wir auch und gerade mit der Zuwanderung zu bestehen haben. Darüber zu sprechen, zu streiten, um den besten Weg zu suchen, jederzeit.
die Gesellschaft aufzuhetzen, zu spalten, niemals, jedenfalls nicht unwidersprochen. Und ich habe mir gerade überlegt, ich war sowohl bei dem Opfer von Wächtersbach, meine Frau und ich waren bei der Familie dieses getöteten Jungen, immer ohne Presse, immer ohne jede Bemerkung. Das empfinde ich als meine Aufgabe, gerade als Ministerpräsident, diesen Menschen in einer sehr schwierigen Situation unser aller Anteilnahme auszusprechen. Da schließe ich niemand aus. Das ist die Aufgabe eines Ministerpräsidenten. Und sie ist auch die Aufgabe des Ministerpräsidenten, allemal des Parteivorsitzenden. Wir haben heute Gedacht des Todes eines Kollegen, den ich persönlich hier noch erlebt habe. Ein Klassiker dessen, was meine Partei ausgemacht hat. Streng katholisch, ja, ja, ich komme gleich darauf. Sie lachen immer am falschen Zeitpunkt. Einzelhaft in Bautzen, Flucht, Arbeiter und ganz engagierter CDU-Mann. Das gehört zu uns. Und das im besten Sinne macht uns als Volkspartei aus. Und Sie glauben mit Ihrer relativ schlichten Rhetorik, indem Sie behaupten, Sie seien die CDU von damals und wir hätten alles vergessen und deshalb bedürfe es nun Ihrer politischen Arbeit. Meine Damen und Herren, auch das zum Mitschreiben. So wie Sie waren wir nie und so werden wir nie. Und genau das ist das Wichtigste, was ich Ihnen heute sagen will. Sie haben angemahnt, bürgerlich, konservativ. Das, was Sie hier bieten, ist eine bürgerliche Maskerade. Die haben wir jetzt einige Monate erlebt. Was Sie wirklich hier abliefern, ist weder bürgerlich noch konservativ. Das ist schändlich. Und es ist eine Aufgabe des Ministerpräsidenten, dafür zu sorgen, dass in diesem Land die Gesellschaft nicht gegeneinander aufgehetzt wird, sondern dass diese Gesellschaft beieinander bleibt, bei allem Respekt vor unterschiedlichen politischen Auffassungen. Hetze, Spaltung und den Weg zur Gewalt werde ich nie mitgehen und bei jeder Gelegenheit mit allem, was ich kann, dagegen antreten.